Wir sind hier im Volkswagen Käfer Cabriolet, in einem der letzten, das überhaupt produziert wurde, von 1980 mit synchronisiertem Getriebe und 50 PS aus einem Boxer Vierzylindermotor. Wie er sich fährt und warum wir das Ganze hier machen, welches Modell, welches neue Modell hier ansteht im Volkswagen-Konzern oder bei der Marke Volkswagen. Ein nicht so ganz flairreiches, aber ein umso moderneres und interessanteres Auto. Ja, hier in Osnabrück wird neben dem Tirol Cabriolet auch der G718 GT4 zum Beispiel gebaut. Auch die laufen hier zumindest bei C.8, also beim Endzielpunkt, auf einer Linie hier bei der Qualitätskontrolle. Ja, und das Tirol Cabriolet hier vorne ist jetzt fertig. Hier, wir befinden uns gerade in der Anlaufphase und jetzt gerade sowieso in der Mittagspause. Deswegen haben wir hier ein bisschen Ruhe und können hier auch aufs Band. Was wir hier genau machen und wie das Tirol Cabriolet hier produziert wird, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, das sehen Sie jetzt. Hier bei der Hochzeit von Chassis und Karosserie sieht man ganz schön, wie die Automatisierung auch beim T-Roc Cabriolet hier einschlägt. Hier mit KUKA-Robotern werden hier die einzelnen Punkte verschweißt und verschraubt. Das früher inhabergeführte und betriebene Werk Karmann, das Volkswagen später kaufte, ist seit nahezu 75 Jahren eine der wichtigsten Fabriken für Cabriolets weltweit. Bis auf den Eos und das Beetle Cabriolet wurden hier alle offenen Volkswagen gebaut. Okay, wir stehen jetzt hier beim Tirol Cabrio vor dem fast wichtigsten Wertungspunkt, nämlich ob das Dach dicht ist bei der Berieselung. Und wir fahren jetzt hier durch die Berieselung mit. Hier wird massig an Regen durchgescheucht. Und wir schauen mal, wie das von drinnen aussieht, was so ein Dach, was ein Cabrio-Dach alles aushalten muss. Ganz exklusiv, weil das ist ja ein Kundenauto hier, in dem wir hier sitzen dürfen. Und jetzt geht es auch sofort los. Wir sitzen hier, oder ich sitze nicht auf dem Fahrersitz. Ich wäre eigentlich gerne auf dem genauen Zeitraffer-Video noch. Ich wäre nicht gerne auf dem Fahrersitz gesessen, aber jetzt sitze ich hier auf dem Beifahrersitz. Und wenn es jetzt hinten, sitze ich gut auf der Rückbank? Ja, super. Ja, gut. So, jetzt geht's los. Wie viel Wasser hier durchlaufen, konnte man uns gerade nicht beantworten. Wie viel Liter, das reiche ich nach im schriftlichen Bericht. Auf jeden Fall sind es richtig, richtig Tonnen. Das ist tatsächlich Monsunregen hier, der hier aufeinander prasselt. Oh, Laser, Laser, Ziel. Ah, ob es die Mitte hat wahrscheinlich, der Laser, ne? Okay. Schätze ich mal. Und jetzt schätze ich auch, dass es mal laut werden könnte, wenn hier diese Tonnen, hoffentlich hält's. Wir mal sehen, ob es jetzt hält. Wenn jetzt hier die Tropfen langsam hier durchkommen, dann wirst du leider das Video beenden, weil das dürfen wir natürlich nicht zeigen. Oder würden wir natürlich nicht zeigen. Das ist ja immer reines Wasser, ne? Damit es auch keine Wasserflecken gibt. So wie in der Waschanlage. Und es wird wahrscheinlich zu 90% oder 95% recycelt. Dann, klar, läuft es wieder oben, damit man so wenig Frischwasser braucht, wie nur möglich. Ja, auf deinem Zeitraffer-Video siehst du jetzt gerade nicht so viel, ne? Das ist Bangkok. Das ist Bangkok in der Regenzeit. Hättest du auch in Bangkok machen können. Hättest du auch nach Bangkok fliegen können. Ja. Ja, sehen tut man nicht viel, aber es ist auf jeden Fall mein Erlebnis, hier durch so eine Berieselung durchzufahren. Tirol Cabrio, wir haben hier ein ganz normales Stofferdeck, öffnet in 9 Sekunden, schließt ein bisschen länger. Man kann mit bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h kann man es öffnen und auch wieder schließen. Das ist gerade, wenn es regnet, natürlich extrem wichtig. Da ist VW nicht der allerschnellste im Konzern. Boxster und diese Fahrzeuge, die öffnen bis zu einer Geschwindigkeit von 50 so bis 60 km/h sogar. Aber immerhin ist ja auch ein größeres Dach. Das Dach kommt vom Golf 6 Cabriolet, wurde mehr oder weniger passend so hier auch angeliefert. Also es passt mehr oder weniger so, wie es auch ursprünglich dort war. Ein paar kleine Anpassungen mussten gemacht werden. Audi A3 Cabriolet hat das gleiche Dach auch. Das ist eigentlich ganz geschickt. Das ist auch in so ein SUV oder CUV, wie es Volkswagen ja betitelt, passt. Ja, sehen tut man nach wie vor nicht so viel. Man sieht halt hier das Interieur, wenn wir jetzt hier schon Zeit haben während des Regens. Schauen wir uns mal das Auto an. Wir haben hier ganz normal Standard die schwarze Lederausstattung mit den grauen Dekoren, also relativ Standard, aber wird sicher ein ganz schönes Auto von hier drin. Erkennt man nicht, welche Motorisierung man hat. Armaturenbrett hier oben, Hartplastik, das muss natürlich hier gesagt werden. Beats Audio System haben wir hier an Bord. Ansonsten ja, die ganz normalen Sitze. Aber ist, denke ich, auch ein ganz schönes Ding, jetzt hier mit dem Auto offen zu fahren. Und es scheint zu halten.
Schein zu halten hier an keiner Dichtung. Er hier hat gerade nochmal die Scheiben nochmal ins Verdeck gehauen. Das hatten wir gerade nicht auf Kamera, aber so, dass die Scheiben nochmal sitzen. Und ja, passt. Zumindest so, wie ich das hier laienhaft beurteilen kann. Danach wird es ja nochmal mehr auseinandergenommen. Aber ja, aber nichts anderes erwarte ich auch von einem Volkswagen, dass das passt. Oh, hast du die Sonnenblenden mal gesehen? Nee. Oh, die sind aber... Das ist ja nur... Erstens sind sie mega klein und zweitens schon... Ja, ganz schön... Also bei Porsche werden die jetzt beledert. Ja, ihn gibt es als Handschalter und als DSG. Handschalter für den unteren Motor, für den Dreizylinder 1,0 Liter Motor mit DSG. Optional auch für den größeren Motor. Deswegen hat sie die Frage auch erübrigt. Wir haben hier den größeren Motor, den 150 PS Motor, den 1,5 Liter TSI Motor verbaut. Genau, Schlüssel steckt. Nee, steckt nicht, aber Schlüssel liegt hier. Können wir mal starten? Ja, ich glaube, alles Keyless, sogar Keyless, ne? Die Funktion Cassie mit eingebaut. Können wir theoretisch jetzt den Motor starten, wenn ich hier am Fahrerplatz sitzen würde? Machen wir natürlich nicht. Wir sind anständig. Wir haben Volkswagen-Offizielle dabei. So, jetzt lichtet sich gerade. Jetzt sehen wir schon Licht am Ende des Tunnels durchs Wasser. Das Tor war gerade offen, aber es ging gerade zu. Weil du dich nicht verhalten hast hier richtig. Wer sich im Cabrio nicht verhält in der Dichtigkeitsprüfung, der kennt das. Ja, so langsam ist auch mal gut. Wir fahren echt schon 7 Minuten. Was reden wir? 7 Minuten, aber das ist gar nicht schlecht. Die Dichtigkeitsprüfung dauert dann 7 über 8 Minuten wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist keine schlechte Zahl, das auch so zu kommunizieren. Oder es ist immer noch dicht. Oder es kommt bei dir Wasser rein. Nee, kein Wassereinbruch. Wassereinbruch, Zugriff, Wassereinbruch. Zugriff! Die beiden da saufen. Haben wir eigentlich so ein. Haben wir. Ja, wir haben keinen Notknopf hier. Nee, wir haben gar nichts. Also, jetzt hat sich gerade der Vorhang wieder gelüftet. Das Tor ging auf. Und die Dichtigkeitsprüfung hier, die hat jetzt so ungefähr 8 Minuten gedauert. Haben wir zumindest jetzt hier gemessen, ne? So ungefähr. 8 Minuten, ein bisschen drüber. Wir sind ja auch noch drin. Und so wie wir es beurteilen können, soll ich mal das Dach aufmachen? Das wäre cool gewesen, hätten wir das Dach aufgemacht. Da hätten die uns, glaube ich, richtig gern gehabt, wenn wir das Dach aufgemacht hätten. Ja, glaube ich auch. So, jetzt kommen wir in irgendeine weitere Kammer. Ich bin ja schon mal ganz froh, dass wir nicht untergegangen sind. Und dass wir hier kein Wasser schlucken und dass wir hier noch so wie aus dem Pool gezogen werden. So wiederbelebt werden. Aber jetzt kommen wir in eine. Guck mal, der sieht aus wie eine Waschanlage. Oh, stimmt. Das ist wie eine Waschanlage. Wahrscheinlich machen die dann noch so ein Hin und Her so. Jeder kennt's von Mr. Wash. Also eigentlich sind wir bei Mr. Wash und haben das Ganze gefaked. Wir sind gar nicht in der T-Rock Cabrio Produktion. Wir haben nur diese Hüllen hier über die Sitze gezogen. Und fahren hier einfach nur durch, ja, Mr. Wash. Ohne Personen. Das ist die neue Prototypenanlage von Mr. Wash. Richtig. Voll automatisiert. Jetzt müsste eigentlich irgendjemand kommen und uns wieder abholen, ne? Ja. Aber wir machen so lange, wir bleiben so lange hier drin sitzen, bis... Bis wir abgeholt werden. Bis wir abgeholt werden. Ja, aber es sieht gut aus. An den Seiten. Alles dicht. Ich traue mich jetzt hier kein Fenster oder kein Dach aufzumachen, aber... Glaube ich auch, dass ich Ärger kriege. Oh, guck mal, dahinter ist es ja auch noch. Hast du schon gefilmt, ne? Und da ging es wieder zu. Ja. Ah, jetzt wird hier. Was wird denn jetzt? Trocken geblasen wahrscheinlich. Aber wieso werden wir trocken? Wollen die Menschen nicht anschauen, wie das Wasser hier an welchen Dichtungen und so ist? Oder? Aber von außen. Ja, von außen. Aber wenn es jetzt alles trocken geblasen wird, kannst du nicht mehr sehen. Stimmt. Na gut, es ist halt wie eine normale Waschanlage. Ja. Es wurde uns schon. Freudig in Erwartung sind die Personen schon, dass wir es überlebt haben. Man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem Labor, ne? Wenn die da durch diese kleine Scheibe gucken. Hallo. Leben die Kanickel, leben die Hasen noch?
leben die zwei F hier noch. Bei Volkswagen hat man ja viel mit Affen zu tun. Ach, jetzt kommt's mir, wir sind die Testaffen. Damit, man darf keine Affen mehr verwenden, sondern jetzt halt Menschen. So, die Monteure haben sie gerade vergessen, weil hier Mittagspause ist und wir saßen jetzt die ganze Zeit drin, haben gewartet, bis uns jemand abholt und glücklicherweise wurden wir abgeholt. Da saßen wir jetzt, hier ist erstmal jetzt Pause und wir gehen weiter auf den Spuren des Tiro Cabrio oder der Cabrio-Geschichte von Volkswagen. Am Standort in Osnabrück sind mittlerweile rund 2400 Mitarbeiter beschäftigt. Die Besonderheit dabei: Die Volkswagen Osnabrück GmbH deckt von der technischen Entwicklung über den Anlagen- und Werkzeugbau bis hin zum Fahrzeugbau die gesamte automobile Wertschöpfungskette ab. Beeindruckend ist hier erstens, wie leise die ganze Fertigung ist und zweitens, wie schon jetzt ein Tirol Cabriolet klingt. Zum Beispiel die Heckklappe, die Kofferraumklappe, das in diesem Zustand schon diesen typischen Volkswagen-Sound gibt beim Zumachen. Das ist schon sehr beeindruckend. Hier sehen wir ein Tiro Cabriolet auf der Vermessungsanlage. Hier wird das Fahrwerk vermessen, die Räder vermessen, damit auch alles sitzt und passt. Hier mit Lasertechnik geht es dann weiter nach dieser Anlage auf den Rollenprüfstand, wo dann nochmal zum allerersten Mal der Motor angelassen wird und geschaut wird, ob Motor, Getriebe und Bremsen alles in Ordnung ist. Die wichtigste Station kommt jetzt für die Sicherheit, nämlich ob der reversible Überrollschutz hier ausfährt, und er tut es. Das ist natürlich die Prüfung, dass das auch funktioniert, damit Sie sicher sind. Ja, hier mit diesem grellen Licht in verschiedenen Lichttönen, Lichtfarben, perfekt, um nochmal die Endkontrolle hier zu absolvieren. Hier werden nochmal Lackunebenheiten, ob hier irgendwas im Lack ist oder welche Fugen, Spaltmaße, ob hier alles passt oder nicht passt, am Zählpunkt 8 kontrolliert, sodass das Fahrzeug hier, das Tiro Cabriolet, auch in einem perfekten und einwandfreien Zustand an seine Kunden übergeben wird. Ja, was wir jetzt machen, wir gehen noch ein bisschen auf die Geschichte, auf die Historie von Volkswagen Cabriolets ein und fahren auch mit dem ein oder anderen Fahrzeug noch vielleicht eine Runde. Und das und was wir da machen, wie die ganzen Fahrzeuge, was sie für eine Geschichte haben, das sehen Sie jetzt. Volkswagen hat eine große Historie im Bereich der Cabriolets. Offene Versionen der verschiedenen Modelle, die sind bei Volkswagen sehr, sehr groß geschrieben und sehr wichtig im Konzern und bei der Marke. Wir haben hier hinter mir, der ganze Raum steht voller Karmann-Historie. Wir stehen hier in Osnabrück, dort, wo auch das Tiro Cabriolet gefertigt wird, jetzt ganz frisch seit Anfang des Jahres. Und hier stehen natürlich auch die ganzen Schätze dieser ganzen Historie, dieser ganzen offenen Historie. Eines davon steht zum Beispiel hinter mir hier in Rot, zu meiner Linken. Zu ihrer Rechten das allerletzte Käfer Cabriolet hier von 1980. Am 10. Januar 1980 lief das hier vom Band hier in Osnabrück und beendete damit die 31-jährige Cabriolet-Historie von Volkswagen. Vorerst natürlich ging es danach weiter mit dieser Seite hier, mit der Golf 1 Cabriolet-Seite. Hier sind alle Golf-Cabriolet oder fast alle Golf-Cabriolet hier zu sehen. Zum Beispiel ganz neu vor allem der Wörthersee Golf GTI, dann haben wir hier einen Typ A4C, A3C, A2C bzw. A1C, und da fehlt ein Fahrzeug, da ist eine Lücke. Das Auto, das ist das Golf 1 Cabriolet, das steht da hinten, das werden wir vielleicht noch fahren, es ist gerade unterwegs. Aber wir haben uns das VW Käfer Cabriolet ausgesucht, denn was fällt einem als erstes ein, wenn man Volkswagen und Cabriolet hört? Die meisten sagen wahrscheinlich VW Käfer Cabriolet. Und das haben wir zwei Exponate. Hier auch stehen dieses Auto. Hier der Karmann Jolly, ganz bekannt, auch immer bei der Beatles Sunshine Tour dabei. Auch in Amsterdam bei der Beatles-Dune-Fahrveranstaltung schon etwas her. Auch dabei, die Verlenkung ist unten in der Box. Und hier rechts haben wir nochmal ein etwas besonderes Auto hier. Denn das ist nämlich ein Prototyp von 1994, den man nochmal mit Vierzylinder-Boxermotor aufgebaut hat. Innen drin schön mit beige Farbton und Ledersitzen ausgearbeitet. Ein wirklich, wirklich schönes Käfer Cabriolet hier. Wir machen jetzt aber was ganz Besonderes, denn wir fahren mit einem Käfer Cabriolet hier mitten im Februar. Es ist ein bisschen kühl draußen, macht aber nichts, weil wir sind ja hart erprobt, oder? Stimmt? Das stimmt. Das stimmt. Vorne steht auch noch der VW Iltis, denn auch der Iltis zeigte schon damals nicht nur seine Bundeswehreinsortierung, sondern er gewann auch Safaris und Rallyes. Unter anderem auch die Paris-Dakar steht auch dieses Fahrzeug da vorne. Wir
nehmen uns aber den VW Käfer Cabriolet und schauen mal, wie das so fährt und was das so für typische Volkswagen-Gene aufweist. Es dürfte uns nicht allzu schwer fallen. Hier steht es noch, ich habe mich gerade vertan, noch nicht unterwegs, Golf 1 Cabriolet, legendäres Auto, denn es war das erste nach dem VW Käfer. Und der VW Käfer haben wir hier, VW Käfer Cabriolet in einer sehr auffälligen Farbe, den werden wir jetzt gleich fahren hier, mal sehen, was da so geht. Und ich sprach gerade davon, von dem Rallye Paris-Dakar Iltis. Er zeigt so ein bisschen Offroad-Fähigkeiten, was heißt ein bisschen Offroad-Fähigkeiten, mit einem ganz schmalen Radstand, also ganz engem Radstand. Und eine seiner höher gelegten Karosserie ist ja wirklich das Paradebeispiel für Geländefähigkeit und Cabriolet, das lässt sich hier alles aufmachen. Klar, das T-Roc Cabriolet ist nicht wirklich der Geländewagen, aber es ist immerhin ein bisschen höher und höher gesetzt und ist auch ein Cabrio, ein SUV bzw. ein CUV Cabrio. Und da will man so ein bisschen zeigen, okay, Volkswagen hat das schon mal gemacht früher, hat schon mal offen gefahren und höher gesetzt. Und dass diese Gene, die leitet man so ein bisschen in das T-Roc Cabriolet über. Richtig gespannt bin ich jetzt, denn ich fahre nicht so häufig Käfer Cabriolet. Eines der letzten Derivate haben wir auch hier und damit fahren wir jetzt. Los geht's. Kann das T-Roc Cabriolet diese Emotionen bringen wie der VW Käfer? Ja, bestimmt. Sure. Ja, auf jeden Fall. Oh, ist das herrlich. Das ist ja wirklich, das reicht mir eigentlich schon. Diese grobe Mechanik hier drin, das ist echt eine schöne Sache. Rückwärtsgang, wir müssen eh noch ein bisschen warten. Ja, es fühlt sich alles sehr analog an hier und das ist richtig, richtig schön. Hier mit der Vertäfelung hier vorne, alles schön aufgeräumt, alles am rechten Platz, schönes Muster, genau. Das ist richtig cool. Ein Kipphebel für die Lichter. Ist auch witzig, wo man schaltet. Also den ersten Gang, um den ersten Gang zu holen, da bist du ganz schön weit musst du ganz schön weit deine Arme haben. Oh, wie das riecht ja vor uns, ne? Sehr krass. Echt schön, alles sehr analog hier. Das Gaspedal. Aber was schön ist, durch diese analoge Art hier dieser Technik ist alles sehr direkt und linear. Also klar, der Motor ist total vorhersehbar, bis auf diesen ersten Ruckler, den ersten Widerstand muss man überwinden hier im Gaspedal. Vielleicht habe ich da noch, ja doch, so, genau, so ein bisschen ruckelt es halt so. Kriege ich auch noch hin. So, erste Runde im VW Käfer Cabrio mit vollem Vierzylinder Boxersound mit 50 PS. Und das Auto, das macht richtig Laune. Schon auf den ersten Metern hat es Laune gemacht, weil einfach alles so direkt ist und weil man eben an der Frischluft ist. Aber auch mit dem Käfer kann man richtig viel Gas geben. Und weil ich sagen wollte, weil ja alles richtig direkt ist und man eben an dieser Frischluft ist und man da dieses volle Fahrgefühl und diese volle Fahrdynamik mitbekommt. Das wird im T-Roc Cabrio ähnlich sein, aber natürlich nicht so mit diesen Emotionen verbunden in diese historische Zeit rein. Das ist natürlich schon echt ein Unterschied. Aber vom Prinzip her ist es eben sehr wichtig, dass man diese Cabriolet-Kultur weiter fortsetzt. Wir haben hier typisch Käfer Cabriolet, also eines der letzten. Und was auch noch wichtig ist, oder interessant zumindest, ist, dass das letzte Käfer Cabriolet, was vom Band rollte, nichts mehr mit dem zu tun hatte, was am Anfang produziert wurde. Also bis auf vielleicht ein einziges Teil, eine Ablage, ist jede Schraube komplett verschieden. Also es hat innerhalb dieses Käfer Cabriolet Lebenszyklus, Entwicklungszyklus, einen parallelen Entwicklungszyklus gegeben, wo man dieses Cabriolet dann parallel weiterentwickelt hat. Und das ist schon echt bemerkenswert, wie lange dieses Cabrio quasi verkauft wurde und auf dem Markt war. Das ist schon echt eine richtig, richtig gute Nummer. Der Wendekreis ist ja ein richtig, richtig, auch wenn man viel lenken muss, ist der Wendekreis richtig gut. Genau, man merkt, komplett synchronisiert. Zwischengas geben beim Runterschalten, klar, zur Drehzahlanpassung muss man nicht, aber kann man machen.
Aber das macht man ja bei modernen Autos auch. Ja, allgemein Fahrwerk und so ist natürlich typisch Käfer, aber ich muss sagen, dafür, dass ich keine alten Autos mag, fährt dieses Auto echt richtig präzise. Hatte ich jetzt noch gar nicht so, hätte ich gar nicht so gedacht, dass die Präzision bei diesem Auto so krass ist, so gut wie bei diesem Auto hier. Als hätte man nochmal die Spur und das Ganze nochmal separat eingestellt. Und so kann man auch ein bisschen flott hier durch die Kurven fahren. Zwar hat man ein bisschen Bank. Ja, ein bisschen ist gut. Hat man ein bisschen Bank. Aber das macht schon echt Spaß. Mit diesem 50 PS Vierzylinder 1,6 Liter. Das ist richtig, richtig cool. Ja, klar, T-Roc Cabriolet. Da freuen sich natürlich einige drauf. Aber dieses Flair hier in diesem Auto, habe ich schon gesagt, ist natürlich durch nichts zu ersetzen. Aber dieses Offenfahren in einem Volkswagen, das ist natürlich Urwunsch und also ganz tief verankert bei den Deutschen, bei den Europäern und auch vielleicht ein bisschen in anderen Ländern. Jedenfalls ist dieser Flair echt schön, das Offenfahren. Und so kann man ganz entspannt über jetzt kommende, jetzt ist ja Frühlingszeit, jetzt kommende grüne Felder und Wiesen fahren. So, wir sind jetzt im Race Iltis. Der Iltis ist ja auch ein Vorfahre quasi des T-Roc Cabriolets, also so zumindest ideell. Und dieses Ding hier, das hat echt die Rallye Dakar gewonnen in diesem Iltis. Normal ist der Iltis ja mit der Bundeswehr vorgesehen. Aber er hier hat die Rallye Dakar gewonnen, ne? Und du bist gerade gefahren. Es ist so geil. Er klingt so. Und er schießt dann das hinten raus. Mega, mega cool. So, jetzt schauen wir mal, dass das wir hier auf die Straße kommen. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Ich bin noch nie so ein Ziel gefahren. Oha, oha. Benjamin, das macht so viel Spaß. Wahnsinn. Ja, Race Iltis. Iltis war eigentlich gar nicht so auf meinem Schirm bislang.